Baba. Wall. Rock. Flag. Is you. Und damit herzlich willkommen zum neuen Random Steam Game. Heute spielen wir Baba Is You, einem sehr, sehr klugen Puzzle-Game, wo es ein bisschen um Programmiersprache geht. Und zwar seht ihr da oben Baba Is You. Das heißt, diese kleine Katzending, glaube es soll eine Katze sein. Das bin ich, kann mich hier steuern. Wall is stopped, das heißt, die Wall hat Collision, ich kann da nicht durch, es stoppt mich. Ich kann hier außen rum gehen, aber das ignorieren wir jetzt erstmal. Rock is push, also den Stein kann ich bewegen, kann ich schieben. Und Flag ist win. Yay, congratulations. Und ja, das Spiel finde ich echt richtig interessant und richtig klug, deshalb wollte ich unbedingt mal schon seit langem spielen. Und hier sind wir nun. Ich kann mich hier rumbewegen. Wait. Baba Is You, Flag Is Win. Alles klar. Vielleicht mache ich hier auch ein Let's Play. Ich hatte auf jeden Fall richtig Bock. Where do I go? Level 1. Where do I go? Okay, wir haben ja einmal Baba Is You und Wall Is Stop. Das heißt, ich kann hier nicht durch. Da oben können wir das Flag, Is und Win zusammenfügen. Aber das Problem ist, die Wall Is macht Stop. Aber was ist, wenn wir einfach die Programmierung verändern? Wall ist, ja, Wall ist Stop. Was ist Stop? Ja, keine Ahnung. Also können wir einfach hier durch. Flagge macht rein gar nichts. Und Baba? Was ist mit Baba? Baba ist? Baba ist? Baba ist? Yo! Wir können einfach zurückspulen und dann geht das Geschehen einfach weiter. So, und jetzt programmieren wir das hier richtig. Schieben das durch die Wand, weil wir es können. Und ja, das ist so ziemlich das Spiel. Ich find's richtig cool, ehrlich gesagt. Und habe richtig Bock. Das nächste Level. Now, what is this? Level 2. What is this? Oh, okay. Wall is you. Ich bin die Wand. Ach so. Okay, Flag is stop. Okay, die Flag ist jetzt die Wand. Baba ist jetzt, the wall? Baba ist win. Aber wir haben ja keinen Baba. Okay, erstmal das wegmachen, damit wir durch können. Baba runter zu is you, denke ich mal, oder? Muss ich das hier wegmachen? Oder auch nicht, dann bleiben wir halt die wall. Dann Flag is win. Flag is win können wir machen. So. Und dann einfach irgendwo reinlaufen. Let's go! Level 3. Out of reach. Okay, was haben wir? Baba is you, wall is stop. Water is sink. Das heißt, wir sinken einfach. Wir können nicht schwimmen. Rock is push. Flag is win. Okay, so der Standardkram. Kann ich das? Ah, ich kann das damit zerstören. Okay, interesting. Ich mach nochmal R, nochmal Reset. Disable this prompt. Okay. Settings gibt es. Muss ich mal ganz kurz reinschauen. Music passt eigentlich. Language. Ach, sie ist auch auf Deutsch? Oh, sind dann auch die Blöcke auf Deutsch? Nee. Okay. Lol. Wusste ich gar nicht. Ich guck mal ganz kurz, was es hier gibt. Ich mache mal die Hochkontrastfarben an, weil YouTube ja immer die Farben ein klein bisschen dunkler macht. Es gibt auch Zoom-Modus, keine Ahnung. Okay, also den würde ich wahrscheinlich eher hier hinschicken, weil ich diesen Stein dann hier hindurch bekomme und dann... Wie wär's mit... Ja, das ist mir ein bisschen zu blöd, Rock is Push. Wär's mit... ne, Moment. Wie wär's mit Rock is Win? Ja, das geht natürlich auch.
Warum nicht? Unerreichbar. Das sind die Namen auf Deutsch. Baba is you. Wo soll ich hin? Was ist das denn? Und unerreichbar. Jetzt haben wir hier immer noch unerreichbar. Oh no. Oh no. Okay, Flag is win, Baba is you. Ich bin Baba, Rock is push, Skull is defeat. Okay, das ist böse. Kann ich das hier verschieben? Nee, das geht alles nicht. Kann ich nicht verschieben, weil hier ist die Border. Nichts geht durch die Border. Dann wollen wir doch einen Stein hier durch, oder? Ah, okay. Nee, das bringt nichts. Lassen wir mal hier. Machen wir das nicht mehr? Dann kann ich ja durchlaufen. Hilft mir aber nicht. Okay, mal nochmal an. Vielleicht kann ich den Stein hier durchschicken? Nee. Hier kann ich auch wirklich gar nichts machen, ne? Warte mal. Win you is rock. Nee, das funktioniert, glaube ich, nicht, oder? Nee. Das funktioniert leider nicht. Wäre aber lustig, wenn das gehen würde. Nee, da passiert gar nichts. Ich restart nochmal. Vielleicht habe ich irgendwas komplett falsch gemacht. Also. Hier raus. Skull is defeat. Da kann ich nichts gegen machen. Oder? Ah doch, warte mal. Jetzt fällt's mir ein. Ah. Nein, auch nicht? Huh? Nee, dann habe ich absolut keine Ahnung. Ich habe gedacht. Jetzt fällt's mir ein. Ey, braucht's mir nicht sagen, jetzt fällt's mir ein. Und zwar nehme ich alle Steine. Weil die kann ich ja alle gleichzeitig verschieben. Und machen das Skull weg. Kein Skull mehr for you. Und ja, jetzt ist Skull nicht mehr defeat. Glückwunsch! Soll ich es auf Deutsch lassen oder auf Englisch stellen? Was meint ihr? Ich lasse die erste Folge auf jeden Fall mal auf Deutsch, aber ich bin mir noch nicht sicher. Vulkan. Level 5. Ich weiß nicht, ob es dieses Spiel 100% gibt oder ob man einfach nur alles durchspielen soll, aber wir gucken mal. Wall is stop. Baba is you. Rock is push. Baba is melt. Lava. Lava is hot. Flag is win. Okay. Okay, hier kommen wir nicht durch. Doch, so kommen wir da durch. Haha. Rock is push. Da sterben wir. So sterben wir auch. Lava. Kann ich nicht Lava is push machen? Kann ich nicht einfach Lava pushen? Geht das? Na klar geht das. Oh, das ist so cool. Das ist so cool. Yeah! Doch, man sammelt immer irgendwas. Es gibt auf jeden Fall was zu sammeln. Hier brauchen wir 3 zum Beispiel. Ja, wir machen erstmal alles fertig. Zutritt verboten. Was denn? Was soll das denn? Ich will aber hier rein. Okay, Rock is stop. Das heißt, durch den Stein kann ich nicht. Skull is defeat. Flag is win. Baba is you. Skull is defeat. Wall is stop. Hier ist noch was. Wall kein Stop mehr. Rock is stop. Das kann ich ja nicht ändern. Was ist, wenn ich Wall is you mache? Was zum... Was? Das geht? Oh, das ist cool. Das ist richtig klug. Grasfeld. Ich meine, warum sollte es nicht gehen, ne? Programmierung funktioniert so. Wall is you. Baba is you, flag, win. Grass is stop. Achso, die Wand ist aber nicht stop. Okay. Ah, oh, das ist blöd. Das hier kann ich nicht rausnehmen. Da steht Ass. Nee, es geht nicht. Ich kann da nichts von wegnehmen. Wenn ich hier mich wegmache, dann war es das für mich. Vielleicht muss ich das hier raus bewegen. Oder so. Die beiden Dinger hier.
mal aber vorsichtig heraustun. Geht das so überhaupt? Nee, jetzt bin ich stuck. Okay, also ich kann ja hier... Ah, warte, ich kann doch durch die Wand. Hä? Was mache ich? Ich kann doch durch die Wand. Da ist ja keine Collision drauf. So, Flag. Ist Grass? Ist Stop? Ich kann das hier verschieben. Das tut ja auch nichts, ne? Doch, warte mal, ich hab eine Idee. Was ist, wenn ich das so mache? Weil das ist ja noch hier. Und dann packe ich einfach über das ist Flag und dann darunter Win. Oder andersrum. Geht's doch andersrum? Oder warte, nee. Ich glaube, das soll so rum. So, Flag ist. Und dann hole ich hier das Win. Und Flag ist Win. Das funktioniert. Man kann einen Prompt mit mehreren verschiedenen teilen. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Wir haben hier ein Bonuslevel scheinbar. Eins der See. Hä? Karte. Wo bin ich? Ah nee, das ist eine neue Welt. Nee. Ich will hier nicht rein. Ich will erstmal auf der Overworld bleiben. Wir haben nämlich hier noch was. Ach, das kann ich gar nicht machen. Ich habe die Dinger gar nicht. Ich habe andere Dinge. So, okay. Eisige Gewässer. Da machen wir jetzt erstmal eine Wasserwelt hier. C1. Baba is you and sink. Es gibt auch so ein Ad. Jelly is sink. Wall is stop. Flag is win. Also hier sterbe ich. Okay, das Wall. Wir werden natürlich an Wall. Wie wär's, wenn ich das aber wegmache und dann sink ich nicht mehr? Und dann... Jellyfish stirb ich. Baba is you and Wall? Ich bin die Wall? Nein. Das ist falsch. Warum auch immer eigentlich, aber naja gut. Wall is sink? Nee, würde nicht funktionieren. Warte, versuchen wir es nochmal von vorne. Wenn was sink, muss er weg. Mhm. Dann das vielleicht so schubsen, dass ich das And rausbekomme. Oder hilft mir das And überhaupt? Ich habe das Gefühl, das And hilft mir überhaupt nicht. Flag is Win kriegt er nicht weg. Wall is Stop kriegt er nicht weg. Das ist extra in der Ecke. Jelly is Sink ist auch in der Ecke. Das kriegt auch nicht weg. Also ich muss irgendwas hier mit dem Wall machen. Mit der Programmierung hier unten. Ich bin kein Programmierer, ich habe schon mal ein paar Mal ausprobiert mit ein paar Languages, aber ich bin einfach nicht gut genug dafür, ich kann das einfach nicht. Und maybe werde ich ja durch dieses Spiel noch schlauer. Wall and Sink, nee, das hilft ja gar nicht. Aber das Is kriegt nicht weg, ich habe kein Is, ich habe das And. Baba is you and. Wall hat nicht funktioniert. Ah, hier sind Regeln alle. Baba is you, Flag is win, Jelly is Sink, Wall is Stop. Aber das ist doch auf Deutsch so ist. Na gut, habe ich nichts gegen. Wie Baba mal am Rumtanzen ist. Yeah, yeah, yeah. Ich muss jetzt ein bisschen überlegen. Hä? Was? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, warum das funktioniert hat. Das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Aber na gut, 1 von 8 gibt es hier. Okay. Abbiegen. Miep, miep. Okay, wo sollen wir denn abbiegen? Wo geht's denn lang? Skull is defeat, crab. Das ist eine Krabbe, ich seh's. Baba is you, wall is stop. Flag is win. Was haben wir noch? Star is sink. Okay, beim Stern sinken wir. Rock is push und haben wir ein and. Warte mal. Star and rock is push. Nee. Oder doch? Wie kriege ich denn den Skull da weg? Den Skull, den will ich ja weg haben. Warte, vielleicht ist das Sink doch wichtig. Jetzt ist aber das, der Rock nicht mehr. Lass mich noch von vorne anfangen, ich habe eine andere Idee. Was ist, wenn wir End Sink machen? Sink and Push. Nee, hilft nicht. Nee, machen wir es nochmal zurück. Moment. Star is sink, Rock is push. Können wir da nicht theoretisch den Stern kaputt machen? Ja, können wir.
Skull is defeat. Heißt das, ich kann den mit dem Stein töten? Nee, der geht nicht. Achso, Sink ist, wird dann ersetzt oder ist dann weg? Und Defeat ist, das bleibt aber. Okay. Star is push and sink? Lässt mich auf jeden Fall machen. Oh, stimmt, dann kann ich ja das hier schubsen. Aha. Warte, nimm mal nur eins davon. Das ist. Nimm mal nur das ist mit. So. Warte mal. Rock ist da, ist push. Lol, die Sterne, also die Steine werden zu Sternen. Haha, das ist lustig, dass das wirklich so geht. Okay, nein. So. Crab ist... Flex Win. Crab is you brauchen wir. Oder? Jetzt auch nicht... Ich fange nochmal von vorne an. Ich habe, glaube ich, immer noch was falsch gemacht. Also... Star is sink and push. Zack. Dann nehme ich ihn mit. Crab. Crabs ist ein Star. Nee, bringt leider nichts. Aber ist lustig. Sink. Rock is sink. Hilft mir nicht. Es hilft mir halt nicht. Vielleicht Rock is Sink and Push? Hilft das? Kann er keine Wände kaputt machen. Ich kann den Stein kaputt machen, aber das hilft doch auch nicht. Boah, ich bin total überfragt, ne? Das ist so schwer. Und dann? Wie komme ich denn out of bounds, wenn Wallace doch da hier rechts hinten ist? Hä? Also mein Ziel ist es ja, da unten links hinzukommen, zu der Flagge, ja? Ich bin Baba und das bleibt so. Ich kann ja nicht out of bounds irgendwie kommen, oder? Ich muss doch... Also meine Überlegung wäre halt, ich muss es irgendwie dazu bringen, dass die Krabbe ich bin. So, grab is you und dann kann ich mit der Krabbe dahin latschen. Hab ich gedacht. Crab is the rock? Oh, warte, hier. Ist Rock. And Star? Geht das? Das ist ein Stein und ein Stern. Ja, aber bringt nichts. Wie steuere ich den denn? Oder kann ich... Ich kann nichts machen. Crab is Sink. Push. Irgendwas Push. Ich brauche wirklich einen Tipp. Kann ich irgendwo einen Tipp bekommen? Geht das? Oh, ich kann die Farben auch so haben, so unterwasserhaft. Okay. Das ändert sich aber komplett alle Farben dafür. Warte mal. Ich glaube, jetzt habe ich es. Mir ist gerade ein Geistesblitz gekommen. Ich glaube, ich weiß es jetzt. Was ist, wenn... Moment. Okay, hört mir zu. Was ist, wenn... Crab is Baba is you. Ja, oh mein Gott. Oh, das war richtig schwer. Aber ich hab's herausgefunden. Ganz alleine. Ey. Eine will Mama noch. Zuneigung. Machen wir jede Folge so 20 Minuten oder so? Oh. Wer bist du denn? Hä? Warte, nochmal von vorne. Ich will erstmal lesen. Algae is defeat. Okay, also... Die Algen. Love is win, also das Herz. Baba is you, love is push. Keke is move. Also er ist Keke und geht immer in die Richtung, wo er hinschaut. Egal was ich mache, killt er mich? Nö, macht er nicht. Okay, Keke, vielleicht wird es mal aufhören, dich zu bewegen. Keke. Das ist Defeat. Warte mal. Wieso nicht? Algen ist Push.
Und dann kann ich das wegschieben. Und dann habe ich es geschafft. Wie gefällt euch das Spiel so? Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, auch wenn es aber letztens gerade knifflig war. Macht's richtig Bock. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Bei Baba ist. Du bist Baba. Ich programmiere dich. Like is click. Sub bell is ring. Sub ist da. Okay, komm, lass mal's.